sorry, Leute. Eben sind zwei mehr vorbeigefahren, so Ehepaar, so. Beide so um die, keine Ahnung, 89, 94, so, Alter, ne? Also die hatte keinen Abstand gehalten. Wirklich, das war höchstens 1,48 Meter, ja. Naja, komm, ich sag nix, alte Leute, ne? Ich weiß, dass ich kritisiert werde, weil ich immer ein bisschen hier gucke und so, aber Leute, einer muss es ja machen. Es geht um die Gesundheit für uns alle. Ich weiß auch, dass ich kein Polizist bin, aber ich unterstütze sie halt, ne? Ja. Und ich habe zwei Freunde, die waren früher bei der Stasi. Die geben mir gute Tipps, ja, auch wie ich den Nachbarn anzeige. Ich habe da schon einige angezeigt, ja. Schräg gehe ich über, da war da gestern so ein kleiner Junge, der gehört gar nicht zu der Familie, ja. Ja, der sah ganz anders aus wie die Familie, ja. Naja, und dann habe ich auch noch das Notizbuch vom Opa, also von meinem Großvater, der war bei der Gestapo. Und da sind viele nützliche Tipps drin, also für die Zukunft. Da werden wir demnächst einiges gebrauchen, ne? So. Jetzt muss ich noch mal zum Eissalon, weil da habe ich gestern Arne gesehen, der hat sein Eis, sag mal, ca. 44 Meter entfernt vom Eissalon gegessen. Und ihr wisst ja, 50 Meter Mindestabstand. Also bei Schokoladebällchen sogar 56, glaube ich, ja. Und je nachdem, wenn man noch Sahne drauf hat, sogar 74 Meter Abstand, ne? Ja, ja. Also da muss ich jetzt mal hier kontrollieren. Ich habe es ihm gesagt, aber er hat gesagt, das geht dich nichts an. Ich habe gesagt, warte mal ab, du, wenn ich dich nur mal erwischte, melde ich dich, ne? Was ist denn da hinten los? Was ist denn das? Ey, guck mal da, Chemtrails. Chemtrails, der lässt wieder eine Giftgasrohre, ne? Gott, der bestimmt Xavier Naidoo gar nicht zahlt, der klingt aus, du, naja. So, Leute, ich muss zum Eissalon, ja. Also, ich berichte euch morgen, was los ist, ja. Wenn der nur, naja, gut, der kann was erleben.